Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ hier auf Crimson Butterfly Gaming. Da bin ich auch schon wieder. Noch scheint es ziemlich duster zu sein. Aber man sieht schon die Morgenröte, es wird langsam Tag. Dass die Zelte noch da sind. Jetzt geruckelt. Hier ist noch ein zweites Zelt aufgetaucht. Was haben wir denn da drin? Jawohl. Die darf ich mir doch wohl nehmen, oder? Darf ich mir den nehmen? Ja, ich denke schon. Ich denke, der wird schon einen anderen Rucksack haben, oder? Also wenn er hier einen Rucksack reinpackt. Ach du Scheiße, den haben sie aber ganz schön verschlechtert, den Rucksack. Der sieht nicht mehr so geil aus wie vorher. Ja, vorher war der definitiv geiler, der Rucksack. Brauchst du sonst noch irgendwas? Der geht hier mit der SG5, oder? Baut 45er. Das sind 7,62. Das wird 380er. Okay. 7,62 haben wir ja das andere Gewehr noch hinten. Wir haben Baustellen. Ja. Hier noch Klebeband. Wir haben noch das zweite Tarnnetz. Das werde ich ihm mal da drauf packen, oder? Ziegensteak. Hä? Nee, da drauf passt das nicht. Schade. Da drauf aber. Millimeter, 380er. 7,62. Na gut. Noch ist es echt ziemlich dunkel. Ach, der hat eine Lichterkette drauf, okay. Kann man ja beides drauf machen. Aus keinem besonderen Grund, außer dem Grund, dass mir das mehr schmeckt. Ich meine, wenn mein Charakter das essen muss, dann muss mir das ja auch schmecken. Ich mach das jetzt auch mal direkt zu. Hier ist das Beet. So, wie war das denn jetzt? Haben wir denn mittlerweile irgendwas wie... Tatsächlich einen Stromgenerator. So,
Sowas hätte ich aber eigentlich lieber im Haus stehen, um ehrlich zu sein. Und so kann man hier 1, 2, 3 Stromgeneratoren hinsetzen und dann die Kabel nach draußen verlegen. Auch mit den Scheinwerfern dann verbinden und mit der Lichterkette. Dazu brauchen wir aber noch eine Kabelrolle. Noch immer brauche ich ein Schrotgewehr. Einfach so mega dunkel. Ich hoffe, dass es schnell heller wird. Da hinten scheint schon die Sonne aufzugehen langsam. Äpfel nehme ich mir noch mal alle mit. Da geht schon wieder der Hahn. Noch ein Äpfelchen für mich. Das gerade eingebildet oder war da oben Licht zu sehen? Ist jetzt auch jemand mit dem blauen Leuchtstab? Das bilde ich mir doch nur ein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal ein bisschen in die Richtung gehen. Hauptgedanke Balotta. Danach würde ich mir schon gerne mal die Dings ansehen. Die Schiffswracks. Es wird auf jeden Fall langsam heller. Nicht viel, aber ein bisschen. Man merkt es schon irgendwie. Ich will dann direkt erstmal bei unserer alten Basis vorbeischauen, die wir da hatten. Das alte Waldherz. Dann weiter nach Balotta. Erst durch Chern und dann nach Balotta. Dann wieder hierhin zurück. Ich denke mal, die Nahrungsmittel dürften eigentlich soweit erstmal reichen. Hoffe ich einfach mal. Es sind zwar viele Nahrungsmittel, die ich jetzt dabei habe, aber es ist auch ein langer Weg. Habe ich die Flaschen alle nachgefüllt? Shit, ich habe ja nur noch 2 Flaschen. Und kann immer ganz nützlich sein. Hier ist auch noch ein Wachhaus. Vielleicht ist da ja auch noch was drin, ne? Orell-Polizeihose. Normale Polizeihose mit was zu trinken, genau. Das ist doch etwas, was ich gerne haben möchte.
Stichschutzweste. Habe ich auch. Kann ich die erstmal liegen lassen. Aktuell ist es noch so dunkel, dass man in den Häusern nichts sehen kann. Aber es ist definitiv nicht mehr tiefste Nacht. Das würde ich sonst sehen. Sonst ist es nämlich viel, viel dunkler, dass man wirklich gar nichts sehen kann. Da hinten sieht man wieder, wie der Lichtschein hier seine Bögen wirft. Also es scheint da tatsächlich heller zu werden. Ich gehe erstmal nach Altwaldherz, sehe mir dort die sehen wir dort in den Häusern das Loot an. Dann werde ich auf der Karte mal nachschauen, wann der nächste Brunnen kommt in Tscherno. Ich weiß nicht, ob es dort auch einen neuen gibt. Und dann nach Balotta. Und ich denke, bis dorthin dürfte es zumindest sich ein bisschen noch aufgehellt haben. Wir haben jetzt natürlich noch Winterzeit, das bedeutet, dass es etwas später heller wird als sonst. Wir haben jetzt halb acht haben wir. Das heißt, so ab 8 kann man wirklich mit Sonnenaufgang rechnen. Ab 8 Uhr geht die Sonne erst richtig auf. Und 9 Uhr dürfte es dann hell sein. Wird leider schon 16 Uhr dann wieder dunkel. Scheiß Winterzeit. Aber ich denke, in der Sommerzeit wird es dann schon um 6 Uhr hell sein und erst um 21 Uhr dunkel werden. Was ich ja hoffe, in Balotta zu finden, wäre ein Schalldämpfer für meine Pistole und eine M4 mit ein oder zwei vollen Magazinen. Und vor allem militärische Ausrüstung. Nicht mal als Feuerwehrmann rumlaufen, sondern wirklich so wie ich halt am Ende der Beta-Folge ausgerüstet war, bevor die 1.0 kam. So, nur wirklich einen Ticken dunkler. Nein, wisst ihr was? Genau so. So müsste es nachts aussehen hier in dem Spiel. Und dann noch mit einem schönen großen Mond. Nur dorthin diesen Lichtschein passt man noch dort an die Decke an, so an den Himmel an, so wie er da ist, wo ich gerade hinziele. Dass man noch möglichst viel sehen kann, aber man auch dieses Gefühl der Dunkelheit hat. Das ist auch eine bequeme Dunkelheit. Dann könnte man auch öfters nachts umherziehen. Aber im aktuellen Status ist es halt echt unmöglich. Außer du findest wirklich eine ordentliche, gute Lampe. Da was Richtiges zu finden ist bestimmt auch nicht so leicht. Es gibt dann jetzt ja wieder Taschenlampen, die man an den Waffen festmachen kann. Aber die ganze Zeit mit der M4 zielen, damit du was sehen kannst, ist ja auch nichts, weil dann bewegst du dich halt noch so langsam. Eine normale Taschenlampe ist zwar okay, aber gibt auch deutlich Besseres. Die Flare noch ein bisschen zu dunkel. Gaslampe nimmt zu viel Platz weg, ansonsten von der Helligkeit geht es gerade so. Die Head Torch
die ich hatte, die leider nach hinten geleuchtet hat. Die wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber die leuchtet halt auch nur rot. Was auch nicht so hundertprozentig hilft beim Umschauen. Das zu trinken packe ich gerne ein. Schuhe brauche ich nicht. Ach, wie viele Erinnerungen dieser Ort wieder aufwirft. Das erste Mal hier gewesen mit Lord und Havok, das letzte Mal hier gewesen mit Niklas und dann war leider danach alles weg. Das ist gut, dass wir hier eine neue haben. Schon irgendwie schade, aber die neue Position ist an sich wohl doch besser, die wir jetzt haben. Ah, noch was zu trinken. Was ist das? Mad Monk was, also wieder dieses komische Bier, mit dem man sich nicht richtig besaufen kann. Es wird echt nur ziemlich langsam hell. Kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen und das Ganze ein bisschen langsamer angehen, damit nicht so schnell Hunger und Durst runtergeht. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr aktuell von der 1.0-Version haltet. Ob ihr die Version an sich gut findet, mit den neuen Sachen, die dazugekommen sind, wie Helikopter und Taschenlampen für die Waffe und alles, der neue Rucksack. Oder hat euch die Version vor der Beta noch besser gefallen, die 0.6.2 und alles? Aber das kann ich mir kaum vorstellen, dass da jemand sagt, ja, die war viel geiler. Das ließ sich halt wirklich kaum spielen. Aber mittlerweile ist die Standalone so weit, dass ich sagen kann, es gefällt mir genauso gut oder sogar ein bisschen mehr als der DayZ Mod. Es gefällt mir. Es würde mir mehr gefallen als der DayZ Mod, wenn der DayZ Mod nicht mit so viel Nostalgie zusammenhängen würde, denke ich. Nicht bald mal hell. Mal kurz gucken, wie es ohne Gaming Mode aussieht. Okay, ohne Gaming Mode ist es deutlich dunkler. Mein Bildschirm hat extra diese Kontrast- und Helligkeitseinstellungen, die ich mit einer Taste aktivieren kann. Dadurch, dass ich alles besser sehe, sieht meiner Meinung nach ein bisschen hübscher aus und ich kann mehr erkennen. Hilft euch natürlich nichts. Aber mittlerweile werdet ihr schon alles erkennen. Aber ihr solltet vielleicht jetzt den Anfang oder die ganze Folge noch in einem dunklen Raum schauen, damit nicht andere Lichter euch das alles wegblenden, damit ihr besser sehen könnt.
War da nicht eine Brücke oder kommt die jetzt erst? Ach, da kommt die erst, okay. Ich dachte schon, die haben schon wieder irgendwas an der Map umgestellt. So, das, wo unser Auto drüber geschwebt ist. Zum Airfield ist es natürlich ein weiter Weg, aber da gibt es auch ordentliche Ausrüstung. Ich dachte gerade, dieses Licht da, dieses Lämpchen oder Stromding, wäre ein Spieler. Dass ich quasi hier vorbeilaufe und sehe, wie der Spieler dort gerade in den Wald rennt. Oh Mann. Ich bin auch schon so durch. Ich bin auch, was weiß ich, wie lange war. 24 Stunden jetzt? Keine Ahnung. Ich habe nur noch einen Energy Drink. Ich habe meine ganzen Effektdosen leer gemacht. Also jetzt nicht alle an einem Tag, aber in den letzten 2 oder 3 Wochen habe ich die 20 Dosen leer gesoffen. Meistens an den Wochenenden anstatt unter der Woche. So, mein Handy hat jetzt eine Zeit lang geladen. Jetzt ist Zeit, dass ich mir das wiederhole und dann mal die Karte wieder offen halte. Karte schön wieder öffnen. Und meine Nase läuft. Ja, I survive. Ach, okay, da oben ist der. Schon dort hinten. Für den nächsten Brunnen muss ich dann gleich rechts, wo die kleinen Apfelfelder sind, da hinten. Da werde ich einmal einen Halt beim Brunnen machen. Etwas zu trinken ist schon wichtig. Na toll. Pack die Schuhe da weg. Eigentlich ist es tatsächlich noch dunkel genug, dass ich mit der Flare rumlaufen sollte. Aber ja, da ist das Problem, dass ich mit der Flair Probleme habe, dann richtig zu kämpfen. Deswegen habe ich lieber den Vorschlaghammer. Wenn ich die Gegner dann schlechter sehe. Wenn ich schon hier bin, dann schaue ich mir auch mal die Häuser an, oder? Hier ist gar nicht der Eingang, oder? Doch, da. Also was heißt, ich schaue mir die Häuser an. Ich laufe da drin rum und hoffe, dass irgendwo was aufploppt, dass ich was aufnehmen kann. Guck dann, was das ist. Das war es vielleicht eher. Denn wirklich sehen tue ich da drinnen nichts. Das war nur ein Schild.
Also ein Briefkasten ist das. Naja. Nachts etwas zu sehen ist gar nicht so einfach. So, wo ist hier der Brunnen? Direkt am Ende der Straße. Ach, da ist er. Dann haben wir es auch da. So, das mal ordentlich was getrunken. Fällt mir ja so 0, gar nicht, dass der Rucksack jetzt mehr so in die Breite geht. Einmal noch und jetzt gucke ich mir mal an. Wieder zurück der Hauptstraße folgen. Da kommt rechts ein Wachhaus. Das wird mein nächster Halt sein. Äpfelchen hier, die ich ganz zufällig sehen kann. Ah, da. Lieber einen als gar keinen. Kikeriki. Blöder Hahn. Ja, jetzt ist aber gut. Du sollst erst krähen, wenn die Sonne auch wirklich aufgeht. Ist es dunkler geworden? Oder ist es einfach nur neblig? Sieht das, als ob es neblig wäre, als ob das Wetter sich verschlechtert. Wäre aber scheiße, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Ich will doch schließlich nach Balotta, da darf es nicht regnen. Habe ich nämlich schon ganz andere Schwierigkeiten dabei. Schön die Augen offen halten wegen Infizierten. Steht doch da mitten auf der Straße, oder? Das da? Zu nieseln. Das ist ja wohl nicht wahr. Irgendwann will ich damit halt einfach mal rumschreien. Jetzt brauche ich dann aber noch eine Batterie. Polizeimütze, sehr gut. Zieh ich mir die mal an. Nee, Helm geht über Mütze.
Außerdem ist der Lord ja unser Polizist. Der direkt ins Wasser springt in Tscherno. Alles schön im Best-of nochmal zu sehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch das Best of DayZ an. Best of DayZ Season 2. Das bis jetzt schon da ist. Also der erste Part wird dann wahrscheinlich noch ein neuer kommen mit den Folgen, die jetzt alle für die Staffel 2 gemacht werden. Ziemlich viele hier gerade unterwegs. Das Wetter ist sich halt echt am Verschlechtern, das gefällt mir nicht. Man hört den Wind und man hört es nieseln. Für eine AK. Eine Feldweste, das ist doch schon mal was. Patrouillenjacke. Patrouillenjacke nehme ich mir doch natürlich auch ganz gerne. Ach, wie ich sehe, die Feuerwerke ist sowieso ruiniert. Na gut. Ich packe das mal in die Feldweste, diese beiden KA-basierten Sachen. Vielleicht finde ich ja im Ballotter Airfield eine AK. Das ist jetzt minimal scheiße. Warum muss es denn jetzt regnen? Ist jetzt nicht so, dass ich gut für Regen gerüstet bin. Leider. Dringend habe ich halt jetzt gar nicht gerichtet. Ja, ist das scheiße. Ich nehme die erstmal mit. Ich kann die ja jederzeit rauswerfen. Okay. Tja, was mache ich denn jetzt, wenn es regnet? Ich kann so nicht weitergehen. Ich werde halt komplett durchnässt werden. Dann muss ich jetzt wohl erstmal eine kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von DayZ, wo es dann hier direkt weitergeht, ohne Regen, auf dem Weg nach Ballotta. Bis zum nächsten Mal.